Okay, scheinbar habe ich ihm da schon gesagt, dass ich gegen den Spacko nochmal kämpfen will. Das heißt, er ist schon da. Nichts aufgehen, das wird schon. Zeig mir, was du kannst. Ich gebe dir nicht Platz, du bist draußen. Der Kampf ist vorbei. Weg mit der Jo, ich fange den Kampf nicht an, indem ich direkt schon mal vergiftet werde und an der Mauer stehe. Ich will das. Schneller, schneller. Nein, der ist schon da. Ja. Zeig mir, was du kannst. Ich bin ein Kampfmänner. Mach schon. Du bist drauf. Ich war doch nicht mal ansatzweise draußen. Och Mann, ey, der will mich jetzt natürlich auch wieder auf den Tod verprügeln. Boah. Bleib stehen, du Feigling. Ich hab nichts verskillt, ich hab halt keine gescheite Rüstung. Hallo? Was macht er da? Was da wohl mit dem passiert ist, ich glaube, er hatte kurz einen Herzinfarkt. Irgendwer bringt unsere Leute um. Weißt du etwas darüber? Nein. Nein. Wir beobachten dich. Was passiert denn jetzt mit der Quest? Ich will den letzten Kampf wiederholen. Das dachte ich mir. Geh in die Arena. Gegen Mamuk. Manchmal. Wer ist denn Mamuk? Hallo? Quest Cancel Fight against Mamuk? Der ist ja gar nicht da. Ist gar keiner da. Naja. Ich glaube, ich sehe keine andere Möglichkeit. Außer hier mal zu zeigen, wer der Boss ist. Ja? Jetzt geht's rund, Freunde. Gib's ihm! Ich schick dich zu Beljar. Ich bin zwar selber Assassine, aber in dem Dorf, das sehe ich keine Zukunft. Weil manchmal muss man einfach aufräumen. Sagen, okay, die Jungs, die haben es nicht so raus. Die wissen nicht, um was es geht. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich hier sterben werde. Ihr seid ja irgendwie zu blöd, mich zu fangen. Ich wollte ja eigentlich auch Assassinen spielen, weil ich das noch nie gemacht habe. Ich muss mittlerweile sagen, es ist auch echt schwer, Assassine zu sein, weil die an sich schon mal ziemlich blöd sind und die Quests echt nervig. Deswegen habe ich erstmal die Nomaden gekillt und dann kill ich auch noch die Assassinen, dass irgendwie gar niemand mehr da ist. Ich hab von Anfang an nie gesagt, ich spiele neutral, mir gehen die alle nämlich am Arsch vorbei. So, und mittlerweile ist mein Rage-Meter auch voll. Da muss man schon mal richtig raufhalten. So, das war vielleicht nicht die feine englische Art, aber was soll's. Bleib stehen, du Hund! Hund! Sieh, wo das Nahrad. Ja, und jetzt guck's blöd, ne? So. Dafür habe ich bei Nomadenpunkten bekommen. Es geht auch einfach, die Nomadenpunkte zu kriegen irgendwie. Die Frage ist nur, fuck! Wie kriege ich jetzt das Ding auf? Oh, er ist noch da. Fabio hat noch Bock. Den muss ich jetzt erstmal vergiften. Jetzt wirst du sterben. Was? Der Weed-Händler ist auf meiner Seite? Das wusste ich ja gar nicht.
hat es auf jeden Fall nicht so lange gemacht. Ich find die Kopfnüsse ziemlich geil. Boom, umgeholzt. So, den zünden wir jetzt noch an. Ne, ich kann ja immer noch Matras killen. Das geht nicht gut. Es ging sehr gut. Weil in einem direkten Kampf kriege ich zweimal hart aufs Maul. Aber wenn es halt, wenn ich so richtig schön assig sein kann und alle weg schießen mit dem Bogen, dann läuft die Sache. Den fehlenden Punkt, den hole ich mir jetzt auch noch, indem ich Vatras kill. Wobei, das könnte echt schwer werden. Erstmal loote ich den hier in der Stadt. Das haben wir jetzt verdient. Irgendjemand bringt unsere Leute um. Weißt du was darüber? Also ist mir neu. So. Komm, jetzt doch sicher auch noch Loot. Auch wenn es nur Reis und zwei Brosis sind. Alles mitnehmen. Mir gehen die Assassinen nur so hart auf den Sack. Ach Mann, warum habe ich mich denn da dafür überhaupt entschieden? Vom ersten Moment an. Ja, vielleicht gibt es hier guten Loot. Naja, geht so. Einzelkämpfe, kein Problem, aber Städte einnehmen, ja. Ja, bei mir ist genau umgekehrt. Einnehmen. Ich hatte letzte Woche. Ich möchte ja wirklich auch Ork-Söldner sein. Ich hatte hier in Morasul, da hier hatte ich die 5 Schlüssel oder ne, 4 Schlüssel und 1 hat der Ork-Typ. Sag ich so, gib mir den 5. Schlüssel, ich mach auf. Und er so, nö, ich hau dich jetzt um. Natürlich habe ich mich gewehrt. Die komplette Ausgrabungsstelle ist auf mich losgegangen und ich habe alle umgebracht. Und dann kam auch wieder so, ja, ruf bei Nomaden hoch, du hast hier die Jungs da befreit. Es läuft einfach nicht in die Richtung, wie ich es will. Ey, warte mal. Adanos hat seinen Diener nicht vergessen. Er schickt mir einen unerschrockenen Befreier. Schon gut. Du hast dich mit dem ganzen Dorf angelegt, was? Dann können wir reden. Was weißt du über die Standorte der Nomaden? Ich weiß nur, dass die Sippen ihre Wanderungen beendet haben. Sie haben sich bei den Sklavenburgen versammelt und kämpfen gegen die Besatzung. Kämpfe du mit ihnen und befreie unser Volk. Ich bin aber der Meinung, der namenlose Held hat sich nach Gothic 1 und 2 echt verdient, so mal richtig auszurasten. Einfach überall. Allen. Warum haben sie dich eingesperrt? Sie glaubten, als geistiger Führer der Nomaden würde ich ihnen Geheimnisse verraten. Sie wollten so viel wissen. Über die Standorte der einzelnen Sippen. Über Artefakte. Und über die Magie. Diese Narren. Ich hatte gerade erst meinen Fuß auf das Festland gesetzt, als sie mich schnappten. Ich bin übrigens auch sauer mit dem Spiel, deswegen kann ich Vatras guten Gewissen umbringen. Der hat nicht die gleiche Stimme wie auch im Zweier. So. Was weißt du über die Artefakte? Jetzt fängst du auch noch damit an. Alles, was ich weiß, ist, dass die anderen Wassermagier unterwegs sind, um sie zu finden. Und wie ich sie kenne, werden sie versuchen, die Geheimnisse des alten Volkes zu studieren. Kannst du mir was beibringen? Du bist auf der Suche nach der alten Magie? Gut. Ich werde dir beibringen, was ich weiß. What? Der kann mir aber viel beibringen. Was hast du jetzt vor? Ich bin alt geworden. Früher hätte mich niemand gefangen genommen. Doch bevor ich sterbe, will ich noch einmal zu meiner alten Sippe gehen. Welche Sippe ist das? Ihr Anführer ist Hurit. Soll ich dich zu ihm bringen? Ja, wenn du weißt, wo er steckt, bring mich zu ihm. Hundertprozentig ist er auch schon tot. Das kann gut möglich sein. Ich kann... Vatras, du siehst irgendwie auch anders aus. Du warst schon... Also, du hast zwischen, also Vatras, ohne Spaß, du hast zwischen Gothic 2 und 3 deine Rasse gewechselt. Du warst in Gothic 2 noch dunkelhäutig und jetzt nicht mehr.
Du wagst es, mich zu schlagen? Boah, vielleicht eine Bühne, ne? Du bist nicht den Watras, den ich kenne. Der Watras, den ich kenne. Und da sind die 3%. Ich rede auch mit der Wand. Die hört mir wenigstens zu. So. Jetzt kann ich mir aber... Jetzt kann ich mir mal wenigstens die Rüstung leisten, ne? Welches ist denn da die erste? Braga. Da können wir doch mal hin. Jemand bringt unsere Leute um. Rosse. Nur einer ist noch der Alte. Einzelkampf gewonnen. Yay. Ja, richtig. 40.000 kostet die. Das werde ich dir erst verkaufen, wenn du deinen Wert bewiesen hast. Ah, kein Problem. Ich habe das ein oder andere Waffeleisen gefunden, das ein bisschen was wert ist. So. Und damit haben wir endlich eine bessere Rüstung. Wie viel besser ist sie denn? 50, 60, 60 statt 25, 30, 30. Das Doppelte. Puh, war echt eine schwere Geburt. Und auf dem Weg musste auch ein ganzes Assassinendorf drauf gehen. Aber verdient. Ja. Diego. Bring mir was. Komm mit. Gut. Nein, ich will eigentlich nicht, dass du mitkommst. Du stirbst. Warte hier. Na gut, dann bleibe ich hier. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich... Das war ein tolles Gespräch mit meinem alten Buddy. Jetzt in die Quests mal gucken. Hier geht's nämlich noch Azaru und Bounty Hunting Braga. Braga ist so die Stadt. Bakarisch habe ich 80. Da weiß ich nicht, wo der Basi ist. In Lago ist jetzt auch nichts mehr zu tun. Hurit, Menerei, Crawlerhand, Job for Sancho. Da habe ich noch einiges zu tun, aber ich weiß auf jeden Fall, wo hier noch ein Lager ist. Das können wir jetzt mal machen. Bin ich bald durch mit dem Spiel? Nein, ich bezweifle. Wobei, also... Das ist auch immer so, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Skyrim. Wenn man jetzt nur die Hauptstory macht, könnte ich relativ schnell durch sein. Aber das macht man ja meistens nicht. Und deswegen dauert es noch eine Weile. Auf jeden Fall noch einiges zu tun. Immer witzig, bei Gothic freue ich mich immer schon auf den nächsten Teil. So, bei 2 habe ich mich voll, ne, bei 1 habe ich mich dann voll auf 2 gefreut, bei 2 habe ich mich irgendwann dann voll auf 3 gefreut. Und jetzt freue ich mich langsam auf Risen. Auf Risen! Weil, da habe ich auch 1 und 2 und 3. Und 2, also 1 schon mal durchgezockt, 2 und 3. Zweimal angezockt, 3 noch gar nicht. Und irgendwann muss man das ja mal machen. Die Steam-Bibliothek platzt aus allen Nähten, da muss man mal die Games durchzocken. So, es sieht zwar so aus, als ob ich gar nicht wüsste, wo ich hingehe, aber ich tue es tatsächlich. Er spielt einen Assassin, Andy Wendy. Ja, mache ich. Und zwar mit der Begründung... Nein, keine Schleichwerbung. Trink Apfelsaftschorle. Das hat jetzt nichts mit hier nahen Ereignissen zu tun. Sondern weil ich das noch nie gemacht habe. Schleichwerbung wird ja nur was bringen, wenn ich dafür auch Geld bekomme. Und das tue ich natürlich. Waffe weg! So, das ist ja auch wieder so ein dickes Ding, ne? Riordian ist auch so ein Typ.
Gewähre mir Lebenskraft. Gib mir. Gut. Mein gut. Ich mach mal. Gut. Auf exakt 200 komme ich ja gar nicht. 500. Boah, das wird jetzt. Das wird, glaube ich, knifflig, ne? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, ich habe hier was zu erledigen, aber das wird schwer. Puh. Wie gehe ich das an? Die da oben hocken alle so schön auf einem Haufen. Da wäre ein Blitzschlag drin. Weg mit der Magie! Idee? War eher doof. Ausführung eher so 3 bis 4. Oh, oh. Wow. Verdammt. Oh Mann. Ihr seht mich nicht. Ich sehe euch nicht. Die sehen mich echt nicht mehr. Ja, wo ist er hin? Krieg ich dich doch noch. Krieg ich dich doch noch. Ich höre schon wieder gefährlich viele Feuerbälle fliegen. Oh oh. Ja, bleib du mal da oben in der Decke. Krieg ich dich doch. Nein, nicht gegen die langen Waffen. Krieg ich dich doch noch. Verdammte Scheiße, Mann. Da klappt mal wieder einiges hier. Müsste mich mal heilen. Okay, so will das aber nichts. Oh Mann. Bleib stehen! Nein. Ich will nicht stehen bleiben. Oh oh. Krieg ich doch noch. Oh Mann. Krieg ich dich doch noch. Oh, das war eine dumme Idee. Oh, wobei es ging. Hätte schlimmer laufen können. Sieben. Jetzt muss ich bloß da oben noch irgendwie den Riordian wegkriegen. Könnte auch schon mal nach Vanguard eigentlich gehen. Also die Hauptstadt. Krieg ich dich doch noch. Ne? Da hängen noch nur welche in der Wand, ne? Krieg ich dich doch noch. Gothic 3, das einzige Spiel, in dem Bugs einfach zum Spiel gehören. Ohne Bugs wäre es nur halb Gothic. Och nö. Keine Eisbolzen. Die sind richtig eklig. Das hat ja gut geklappt. Aber, was man auf jeden Fall merkt, zwischen alternativen AI und jetzt dem jetzt ohne, dass, wenn die auf dem Boden liegen und aufstehen, dass man, wenn man einen Stich ansetzt, dass der halt direkt die weiter stunt. So sind One-on-Ones natürlich relativ einfach. Ohne Reue, die Wassermagier weg. Oh. Oh, ihr seid ja noch gar nicht alle tot. Bleib stehen. Nein. Oh. Ah. Oh.
mag nicht gegen Stäbe kämpfen. Gott! Wo kommen die denn alle noch her? Da! Was sind das denn noch so viele? Lass mich durch! Ich glaube, also ich glaube es nicht. Ich habe es nämlich bis vorhin nicht mit. Also bis vorhin habe ich es mit alternativer KI gespielt. Und da ging es nicht. Dann schlagen die einen immer direkt. Und es ging mir irgendwann auf den Sack, weil ich halt so oft sterb. Ja. Aber gemütlich durch Leute durchschießen. Oh oh. Abend. Ja, so lange bin ich noch gar nicht da. Bin ich noch gar nicht am Stream. Guck. Das ist noch gar nicht so lange her. Du bist eigentlich immer relativ schnell da. Was mich natürlich sehr freut. Beziehungsweise ich, oder meinst du mich an sich? Mich an sich? Du Lump. Au. Hm. Ja, den haben wir einfach weggebolzt. So, kriegt man hier nicht irgendwie sowas wie, Nomaden-Camp vernichtet oder so? Nicht? Okay. Eine Auszeichnung? Eine Medaille? Irgendwas? Ja. Dann sind wir sehr froh, dass wir jetzt beide da sind. Sowohl du als auch ich. Ah, Lackpit. Lackpit. Besser nicht reden. So. Voll das verwanzte Loch. Habe ich jetzt alle gelootet? Glaube ich schon. Das war jetzt. Da waren auf jeden Fall einige von den Anführern mit dabei. Drei Stück, glaube ich sogar. Aber ich habe nur einen Quest-Aktualisationssatz bekommen. Ich weiß nicht. Heute ist mit Reden bei mir echt schlecht. Braga, ne? So, wer von euch hat mir jetzt da den Auftrag gegeben? Ich habe Asaru erledigt. Sehr gut. Wir stehen im Schatten deiner Größe, Vater der Jagd. Ist das alles? Natürlich werde ich mich für deine Mühen erkenntlich zeigen. Das sollten alle Sippenanführer gewesen sein. Ja, Sohn der Assassine, du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Ich glaube, Braga ist jetzt damit jetzt das erste Dorf, wo ich 100 habe. Geschäfte nachgehen. Habe ich da jetzt auch nichts mehr zu tun? Nein. Okay, dann könnte ich ja weitergehen nach Ben Arai. Oder? Du wirst schon sehen. Ihr könnt auch mir sagen, wenn ich irgendwo anders hingehe. Ich kann auch mal nach Vanguard gehen oder so. Ja, Quest-Aktualisationssatz. Das ist auch richtig. Ihr dürft mir gern auch sagen, wenn ich genug in der Wüste rumgeeidelt bin, ob ich jetzt nach in den Norden wieder gehen soll oder nach Vanguard mich mal reinporten soll und guck, was da so abgeht. Ja, ja. Aber er hat ja prinzipiell eher den größeren Schatten. Er hat ja den größeren Bauch und wirft einen größeren Schatten. So, aber Crawler-Hand hatte ich, glaube ich, schon. Oder ich kann natürlich auch zu dem zu der Wassermagier-Ausgrabungsstelle gehen. Da war ich noch nicht. Was davon ist doch keine Reihe. Mach, wie du denkst, wir folgen.
Ja, ich bin aber doch auch immer so verwirrt. Meistens. Da vorne ist eine Höhle. Da gehen wir jetzt hin. Da! Wart. Da! Oh, shit! Die habe ich nicht kommen sehen. Aber ich habe mal präventiv Aua geschrieben. Wüstenmusik ist beste Musik. Ach, ich finde die im Norden eigentlich auch ganz geil. Also ganz oben im Norden. Die hat so einen gemütlichen Ton. Die ist so, wie nennt man das denn, so unterschwellig. What? Das ist bei denen falsch. Mal wieder einem beim Gegner platzieren Kaffee über die Tastatur geflogen, oder was? So, eigentlich will ich hier jetzt so 5 Cent Crawler Blatz sind 50 geworden, ne? Oh, und dann geht's auch noch hart hin. Ja, wie sie alle gucken, ne? Oh, da gibt's was. Ja, ich habe gerade geschafft, wirklich bei 40 Sandcrawler, die auf mich zustürmen, durch alle durchzuschießen. Ach so. Ja. So. Ich hoffe, da ging es mir. Auch nicht anders. Danke, Open World, Kasten. Das ist richtig. Kleinkinder, die sind die schlimmsten. Ja. Oder wenn mal noch eine Frau abgeschleppt werden will. Was ja in Gothic zum Glück nicht oft passiert, weil da gibt's ja keine. Gothic, das Spiel ohne Frauen. Das heißt zum Glück. Es gibt halt keine. Alter, wie viele das sind, Mann. Manche von euch sind doch schon low. Ja, der zum Beispiel. Jo. Also, es dauert hier noch eine Weile. Könnt ihr euch noch einen Kaffee machen? Ist klar. Oh. Es gibt auch ein paar Rebellinnen, ne? Die irgendwie alle so einen französisch-russischen Akzent haben. Geh jetzt besser. Ich will nicht mit dir, nee, du sollst nicht mit mir reden. Geh jetzt besser. Weiß nicht, wen sie da, da haben sie irgendwie kurz vor zum Vertonen genommen. Mir auch einfach niemand hilft, ne, die da oben, die gucken nur zu, so. Der schafft das schon, was ist eigentlich mit dem passiert? Der ist vorwärts mal in den Berg eingeschlagen. Mann. Langsam gehen mir auch echt die Pfeile aus. Wird.
Egal, ob ihr tough seid oder normal. Alle rasiert. So. Die Rebellen, ja gut, da, weißt, es heißt ja immer Gleichberechtigung. Da wird dann keine Ausnahme gemacht. Alles umgeholzt, was noch steht. Aber es gibt nur Rebellen, ne? Es gibt keine Orksöldnerinnen. Aber einen Haufen Sandcrawler gibt's auf jeden Fall. Noch einen Sandcrawler und noch einen Sandcrawler und noch einen. So, kann ich erzählen, ich habe gestern Abend mir John Wick angeguckt, ja. Ich dachte so, ich gucke jetzt mal einen Film an, der nicht so viel Hirn braucht. Ich habe echt selten bei einem Film so viele andere Sachen nebenher noch gemacht. War ganz schön langweilig. Meiner Meinung nach. So. Jetzt dürfte sich das langsam mal hier dem Ende zuneigen. Ja? Das sieht doch so aus, als ob das einer von den letzten wäre hier. Yes. Steht einfach mal so eine alte Truhe drin. Wunderbar.